Ja, Justus Doppel. Willkommen zurück zu Infested Planet zur Fortsetzung. Die Spiels. Beim letzten Mal haben wir eine Escort-Mission gehabt, wo wir ja diverse Container in entsprechenden ja, Höhlen bringen mussten. Das ja lief akzeptabel, würde ich sagen. Hätte natürlich besser sein können. Aber am Ende haben wir es ja geschafft, deswegen so schlecht war es dann nicht. Ich sag das ja immer, wenn wir irgendwas schaffen in dem Spiel, dann sind wir immer weiter. Also in irgendeinem Spiel, dann sind wir, haben wir es gut gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Mission, die auf uns wartet. Und zwar diesmal wieder eine Zufallsmission. Jetzt haben wir die gespielt, die wird freigeschaltet. The Return. Aber wir wollen noch nicht zurückkehren. Wir machen noch was anderes. Wir machen immer den Shop, haben 88.000, können wir uns was leisten. Das Stasis Field zum Beispiel. The Stasis Field Ability freezes enemies, taking them out of the battle for a time. Freezes aliens in target area. Enemies in stasis can't be harmed. Stasis lasts for 30 seconds. Only one Stasis Field can be active at a time. Ja. Das Blöde ist jetzt, das klingt gar nicht so schlecht, bis auf den Punkt, Enemies in Stasis can't be harmed. Ist also total, Quatsch, brauchen wir nicht, in meinen Augen. Mortar, M-Supply, dann haben wir hier noch den Minigunner. The Minigunner is the most powerful soldier on the battlefield. He fires depleted uranium shells that decimate structures. Very tough soldier with a personal shield. Very strong versus buildings and shields. Slower als normal. Trotzdem können wir uns den leisten. Einfach so. Und ja. Haben wir noch den Shield im Meta. The Shield Projector covers the area around itself with a protective curtain. Projects a shield to block damage. Takes damage while protecting friendlies. Strong versus burst damage. So sieht's aus. Aber wir können uns eben nicht leisten. Wir machen dann weiter mit der nächsten Zufallsmission. Ja, eigentlich müsste hier ein Raid dran kommen, aber wir machen mal was anderes, wir machen es andersrum. Wir spielen jetzt mal eine normale, eliminiere alles Mission, und zwar The Grotto. Wir gehen also wieder zurück in die Grotte, wie bei der letzten Raid. Also das heißt, wir gleichen hier ein bisschen an, würde ich sagen. Und ja, die machen wir für 60.000. The Grotto. Genetic markers indicate that the creatures in the Grotto are extremely adept at altering their abilities. The Grotto is a place for seasoned soldiers only. Ja, ein bisschen erfahren sind wir ja schon, es wird auch schwieriger. Das war ursprünglich auch der quasi der Schwierigkeitsgrad im Spiel. Ich habe ja gesagt, erst mit dem letzten DLC gab es auch Schwierigkeitsstufen, weil das wohl teilweise nicht so ausbalanciert sein soll, oder gewesen ist ursprünglich. Da haben die Leute entsprechend andere Schwierigkeitsgrade gefordert. Und ursprünglich im ursprünglichen Spiel gab es entsprechend nur eine schwierige Mission. Für den Schwierigkeitsgrad, für Herausforderungen und so weiter. Durch entsprechende anderes Gebiet, durch wo die Aliens dann entsprechend aggressiver sind. Und ja, wir machen ja dieses Level hier und ich würde sagen, los geht's. So. Wir fangen jetzt hier an. Haben dort ein Nest. Dort ein Nest war relativ verteilt diesmal. Ja. Gut, einen Shotgunner brauchen wir sowieso. Minenfelder müssen wir bauen, glaube ich, denke ich mal, ne? Wie sind wir aktiv? Aber dann auch nicht. Doch, die sind aktiv. Okay, dann machen wir da einmal ein Minenfeld hin. Ja, ich denke mal, da ist besser. Ich hoffe, dass sie jetzt so da langlaufen. So. Da kommen auch welche. Das heißt, wir müssen da auch hin. So. Okay. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen hier, da kommen ja welche. So.
Einmal die wegräumen. Und wieder zurück. Wenn wir jetzt angeschossen her. So. Okay, die laufen jetzt alle rein. Haben wir drei weitere. Das heißt, wir können uns jetzt überlegen. Wir können da natürlich noch ein Minenfeld bauen. Da haben wir ein bisschen Ruhe. So. Okay. Na komm her. Keine Munition mehr? Nee. Jetzt aber. Ich stelle mich wieder weg. Mann! Du sterben die, was soll das? Das ist nur so ein böses Nest, ein so ein kleines Nest und ich sterb da. Ist ja nicht, ja. So. Na also. Weg mit denen. So. Also geht doch, ey. Meine Güte. Was können wir jetzt hier machen? Wir können ein neues Gebäude bauen, und zwar Life Support. Bauen wir mal ein Life Support, würde ich sagen. Einfach so. Einfach so ist sicherlich hilfreich für uns, damit wir uns immer regenerieren können. So. Da ja, machen wir mal so, gehen wir mal hier lang. Okay. Das ist aber nicht so gut hier. Da läuft ja einer an uns vorbei. So. Da ist auch keiner mehr vorbei. Jetzt wohl einer muss sich immer behalten jetzt hier. Kann das sein? Na, danke schön, die laufen hier unten rum. Na dann. Was waren da für Leute? So. Machen wir den mal weg. Einmal schnell erledigt. So. Okay. Haben uns darum mal gekümmert. Ja, den muss ich jetzt erstmal hier freimachen. Da hat immer keiner mehr vorbei. Den muss ich immer zurücklassen. So, haben wir das erobert. Müssen wir den nächsten Punkt aber jetzt mal kriegen. Was ist das denn für ein Mist hier?
Also viel Betrieb da. Okay. Weg. Minimal heilen hier. Wieder. Naja, wie alles ja da, ne? Das ist ja problematisch. So. Okay, so kommt man da nicht vorbei. Munition alle. So. Komm her. Na also. Oh, geht doch. Oh, ist okay. Haben wir jetzt hier. Regeneration. Undamaged Hives can heal nearby aliens and structures. Das muss unser nächstes Ziel jetzt sein. Das Problem ist, ich muss jetzt hier wirklich zusehen, dass ich jetzt hier einen Turm. Ja, kein Turm Minenfeld baue, ne? Aber ich habe noch 5 zur Verfügung. So. Okay. Na, das bringt ja nichts. Hätte er da einen Turm hinbauen sollen. Ehrlich gesagt. Den brauchen wir nicht mehr. Kommen da auch welche? Ich würde dir. Ah, manche schleichen sich noch vorbei. Das ist doof. Manche von denen schleichen sich noch vorbei hier. Da muss ich den anderen, muss ich anders platzieren. Ich muss den so platzieren, dass ich. Kann ich das? Na, nicht wirklich, ne? Da kann ich doch einen Turm bauen. Naja, muss ich doch einen Turm hier bauen. Hab keine andere Möglichkeit. No? Ich muss hier einen Turm hinstellen. Ist leider so. So. Okay, wo kommst du denn her? Ja, mach den mal weg. Ha! Okay, los geht's. Nein, nicht mit. Ja, ihr beiden Idioten, ey. Oh. So, auch ein Turm von denen, kann das sein? Aha. Komm schon. Na also. Okay. Ein weiteren. Toxic ranks, when hives die, they explode and leave the toxic cloud to damage your team. Das ist gemein. Okay. Ja, den Turm müssen wir trotzdem behalten. Aber der soll, der Zustrom sollte jetzt immer geschlossen sein.
So, hier brauchen wir, hier haben wir auch keine Mine mehr. Hab 6, ich kann damit gleich anfangen, ne, mit 6. Außer dass ich da vielleicht mal das mal wegräumen sollte, mal mehr. So. Und wieder zurück. Aha, was wird das jetzt hier? Da muss ich mal beobachten, was die da machen. Laufen die dran vorbei. Haben wir 9. Was machen die? Wo gehen die hin? Wollen die jetzt zu uns? Das sowieso, aber wo wollen sie? Zu welchem uns wollen sie denn hin? Zu dem? Hier sieht fast aus, als wenn sie zu dem wollen. Statt zu uns. Das ist, wo wir sind. Na gut, die laufen alle vorbei, wie es aussieht. Okay. Ah, wir haben 9 Stück. 9. Wollen wir einen zweiten Shotgun noch nehmen? Aber uns was bauen? Was kann man gebrauchen? Wollen wir einen Granaten mit 8? Hm. Ja, natürlich, Granaten sind gar nicht so schlecht. Weil die auch guten Schaden machen gegen Gebäude. Oder wir nehmen Verteidigungs, ja. Und Verteidigung, damit die auch verteidigen können, diese Türme. Diese Bunker. Oder machen gar nichts von allem. Kaufen einfach einen Turm, um mir den hinzustellen. Aber brauchen wir den momentan? Ich glaube, ich nehme die Granaten, ganz ehrlich. Ich nehme die Granaten. So. Kann uns vielleicht helfen, so. Okay. Was denn genommen? Denke genommen muss ich erst zu den beiden, ne? Erst zu denen und dann hier auch. Das läuft doch besser. Haben wir hier auch wieder ein bisschen Ressourcen frei. Weil die laufen nämlich jetzt hier. Komm her. Du fängst sie nämlich so ab. Du stellst sie jetzt. Dahin. Du Idiot, du sollst dahin gehen. Komm her. Da. Okay. Du rollst dann kurz ab. Und gehst jetzt dahin. Okay. Können wir bleiben um die hier. Und was haben wir jetzt gebaut? Guardians. Defensive Towers are replaced with aggressive Guardian Defenders. Was sind das für Typen? Boah, Dinger. Der Typen sind das, glaube ich. So. Wie sieht es aus hier oben? Er kann das halten, ja. Erstmal. So. Okay. Weiteres. Was haben wir jetzt? Assassins. Suicide Squad of Clones. Hunt your most expensive marine. Das ist unser Shotgunner. Jetzt brauchen wir nochmal ein Robotik-Dingern. So. Ey, lass das!
Okay. Du baust jetzt einen Turm hier. Und baust jetzt einen weiteren Turm hier hin. Ja, am besten dahin. Komm her. So. Den brauchen wir nicht mehr. Ah ja, die greifen trotzdem wieder an dort. Das heißt, wir müssen da wieder ein Minenfeld hinsetzen. Ja, komm, jetzt fliegst du da jetzt durch. So. Haust halt ab. Okay. Da kommen noch mehr. Ja, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Jetzt muss ich ein bisschen zusehen, dass ich da... Oh. Okay. Meine Güte. So. Aber die paar, die da ein bisschen da durchkommen, können wir aufhalten. Ja. Komm her. Okay, das ist ja nicht so gut hier. Das sterben, ja, was soll das? Nicht sterben! Verluste, so viele Verluste habe ich. So. Okay. Klonzweig. Clones of your marines team periodically attack your position. So. Na, ah, das ist ja nicht so gut hier. Okay. Können wir hier auch ein bisschen ein Ding jetzt bauen. Kann ich nicht, weil ich sterbe vorher. So. So. Okay, komm her. Also. Hab wieder zu viel Verluste hier. Aber schaffen wir schon irgendwie. So. Also. Okay. Tower Spawner Attack. Ah, Tower Spawner. Heist periodically generate Spawner Aliens. Spawners create towers when they die. So, dann müssen wir uns um, ja, diese hier kümmern, ne? Das ist ja spannend. Ja, wir sind direkt an der Reichweite von diesem scheiß Mörser.
Also man sind ja zwei unterwegs hier. Der will ja direkt dahin, warte mal. Okay. Komm her. Was soll das denn hier? Okay, das haben wir jetzt doch noch hinbekommen. Die brauchen wir nie mehr. Wir können trotzdem noch ein paar Türme bauen, das ist der Vorteil. So. Du gehst jetzt wieder zurück. Wir greifen jetzt offensiv mit Türmen an. So. Okay. Wie viel Betrieb? So. Okay, einen neuen Turm, bitte. Ja. Sieht ganz gut aus. Den bauen wir weiter offensiv. Mal gucken, wo die Reichweite ist. Ich kann also bis hierhin ungefähr. Das reicht dann leider nicht. Aber vielleicht kann ich den dann da eine Ecke bauen. Ja. So. Okay. Jetzt kommt der letzte. Drin werden. Okay. Ich habe noch einen hier. So. Wir können uns jetzt hier auch neu versammeln. Okay. Was? Diversion? When hives drop to 75% health, they deploy a wild tongue to disrupt your attack. Aha. Ein weiterer Turm. Direkt hier an der Front. Komm her. Keine gute Idee ist wahrscheinlich, aber ja, sehe ich schon. Hey! So. War's trotzdem. Haben's geschafft. Ach! Naja, wir haben drei Dinge verloren. Leider am Ende noch diese Bahn in einem Bunker. Ist ja blöd gelaufen. Aber egal, 9 Nester zerlegt, 140 Teile, also größere Dinger, größere Gebäude, was auch immer. 24.000 Aliens, 14 Soldaten. Oh Gott.
Und drei Gebäude. Ja, zwei Geschütze. Am Ende alles. Ja, aber egal, am Ende haben wir es geschafft. Haben sich 72.000 verdient. Wieso? 72.000? Haben wir irgendwas noch erhalten als Bonus? Ja, hier, es gibt ja einen Bonus, ne? Ja, egal. Ja, haben wir auf jeden Fall geschafft. Und ja, das war's daher mit dieser Mission hier. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß daran. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.